Hallo und wieder recht herzlich willkommen zu einer Aufnahme mit den Fallout Legends. Und ich möchte euch natürlich recht herzlich begrüßen. Ja, ich hatte hier eben so einen ruckelfreien gehabt hier, aber das nur beim ersten Mal. Mit an meiner Seite haben wir den, liegt der noch? Liegst du da unten noch? Ja, wir werden das mal kontrollieren. Da ist er aus dem Bett raus hier. Hier hat voll. Guck mal hier! Wer liegt hier? Immer aktiv. Der Lars liegt hier in meiner Koje. Ich werde mal Fenster aufmachen. Der pups hier so. Deswegen bin ich raus. Das war Land. Alter Falter. Also. Blutswente! Namen vergessen, ne? Herbert Icke! Hallo! Amamuro! Jo, servus. So, wieso ist Lars schon wieder im Kühlschrank oder was? Ich glaub schon. Alles klar. Da ist er! Du liegst auf meinem Bett! Ich hab das Fenster mal aufgemacht. Alter, das war ja gar nicht mehr auszuhalten da. Das bleibt alles unter der Decke. Ehrlich? Dann ist gut. Tut absetzen. Stöcke brauchen wir jetzt, oder? Ich muss mal gucken, was ich jetzt genau brauche. Planken, 4 Stück. Wieso Baumstämme haben wir ja genug. Ja. Oh, wenn Ammo hier nachher die Elektroanlage auf dem Dach installiert, habe ich hier mal einen Zaun gemacht. Und warum der da nicht zusammen ist, weiß ich auch nicht, aber egal. Oh, Benzinkern ist da sehr schön. So, Ammo, wie gesagt, die Hütte, die ist jetzt Hütte. Okay. Jetzt ist sie fertig. Und jetzt gefällt mir das auch. Oh. Und dann liegt er da hinten. Ja. Eigentlich könnte ich ihn mal einbauen mit dem Zaun hier. Gewicht 10, Gewicht 10. So, hier können wir auch noch was einrichten. Ich habe nur noch keinen Plan, was. So, dann ist die Hütte hier soweit erstmal klar. So, dann bringe ich das Material erstmal wieder raus. Im Moment laggt es ein bisschen, ne? Das ist normal. Kennt ihr, ne? Aber habt ihr auch. Ja, mal? Ja. Kein Schlimm. Cool. Bei mir ist alles gut. So, okay. Ich bin wach. Was starten wir? Schatz! Ich hab schon Frühstück gemacht. Gut, Lars ist wach. Rohe Eier mit Zwiebeln. Gib rohe Eier mit Zwiebeln, genau. So, was ist Lars? Wollen wir mal auf Erkundungsjagd gehen drüben? Ja, oder überhaupt mal irgendwo? Wieso ist der Wagen? Ja. Der ist doch leer. Nimm mir jeder ein Auto mit? Mit Cheerleaderin erschossen. Du hast eine Cheerleaderin erschossen? Ja, die wollte mich anhüpfen. Ob das jetzt zweideutig zu erkennen ist, weiß ich nicht. Also ich würde damit Lars, ich meine... Lars Larsen? Ja, wollen wir trotzdem fahren mit dem Auto und lassen den irgendwo stehen, Ammo, oder was ist? Und holen neuen? Oder was meinst? Ich bin ja schon dabei. Ich brauche so nur gerade Sprit für mich. Kann man hier irgendwas. Einen Kasten habe ich auf jeden Fall. Kraftstoff verwenden. Warte mal, was? Wenn ich jetzt den Standort zurücksetze, dann geht er da oben wieder hin, ne? Keine Ahnung. Ja. Haltbarkeit 2. Autoreparaturset, haben wir die noch eigentlich? Ich glaube nicht, nein. Gut, ne, wir haben bloß 4 Stück gekauft, weil wir nicht damit gerechnet haben, dass wir so schnell tatsächlich ein Fahrzeug fahren werden. Habe ich recht? Ja. Ich kann ja, wenn wir so weit sind, kann ich den ja auch bauen. Der fährt auch nicht. Gesundheit! Kein Sprit drin? Doch, jetzt fährt er. Der Zustand ist gleich 0. Okay. Jetzt haben sie ihn ganz kaputt gemacht. Na, entschuldige mal. TÜV durchgefallen. Das kann doch passieren, Mann. Das kann doch mal passieren, das kann doch mal passieren. Ja, Sprit müssen wir doch irgendwo liegen haben, ne? Na, Sprit haben wir, ja. Nicht, aber wenn ihr einfach hoch ins in das Industriegebiet geht, da findet ihr auf jeden Fall was. Na, hattest du hier nicht Sprit irgendwo liegen oder hattest du Öl liegen gehabt? Weder noch. Wir haben so Benzinflaschen. So, weißt du was? Ich würde Folgendes vorschlagen. Ich bringe mal ein bisschen Munition mit raus. Wir gehen mal zum Händler. Und dann besorgen wir Reparatursets.
Lars, okay. Gut, es, ja, dann dürft ihr wahrscheinlich Glück haben, weil ich war vorhin am Abend, glaube ich, schon da. Und meinst du, man kann da nicht mehr hintereinander kaufen? Nein. Ach, wird das hier zurückgesetzt? Ich glaube schon, ja. Achtung. Das ist immer so, wenn ich was hole und du gehst als nächstes ran, hast du es nicht mehr. Wieso habe ich jetzt gerade ein Auto-Reparatur-Set? Was? Hä? Was hast du? Ich habe ein Auto-Reparatur-Set. War das hier in dem Koffer drin? Im Karren? Ab in den Kofferraum legen. Ab in den Kofferraum legen. Kannst zur Hälfte reparieren. Bitte? Ja, leg hier hinten rein, in den Kofferraum. Pass auf. Leg rein und dann gehst du auf Reparieren. Oben. Gut, ist er weg. So, konntest du reparieren, das Ding? Nein, jetzt ist das Ding weg. Wo habe ich das denn jetzt reingepackt? Hä? Hä? Nee, hier ist kein Reparaturset. Ich hatte gerade ein Reparaturset. 100 Pro. Ich glaub dir das. Also hier ist keins drin. Da kann man es auch nicht reparieren. Die kriegt man, glaube ich, auch nur bei der Händlerin, wa? Vorher. Ja, bis jetzt wissen wir noch nicht, wo wir es finden. Erstmal glaube ich nur bei der Händlerin und dann vermute ich mal, dass man sie. Man kann es auch auf jeden Fall später selber bauen. Aber das ist noch ein weiter Weg. Ein ganz weiter Weg. Ja. Ja, denn. Sonst hätte ich nämlich gesagt, Lars, dann hättest du das Auto fahren können, aber das lohnt sich nicht. Er bleibt uns irgendwo stehen. Ein Zombie haut darauf und dann bleibt er uns stehen, weißt du? Mhm. Gut. Ja, dann nehmen wir unser Miniwagen und dann. Ja, was ist. Ach so, Ammo hat gekauft. Ja, nee, dann nehmen wir unseren Miniwagen und dann gehen wir ein bisschen Ressourcen holen, okay? Ich würde mal vorschlagen, drüben ist die Halle. Medikamente brauchen wir auch nicht mehr, ne, Ammo? Da haben wir ja, jetzt. Mann. Gut, war ja nur so eine Frage. Hallo? Sag mal, haben wir die Insel schon abgegrast hier? Haben wir schon alles abgegrast? Nee, noch nicht. Wir waren noch außerhalb. Unten. Unten links waren wir doch noch nicht da. Unten links, unten rechts waren wir noch nicht. Oben links. Lars, wir gehen mal ins Wohngebiet rein, wo ich dich abgeholt habe. Jo. Ne? Da, wo wir vorbeigefahren sind. Da können wir mal hin. Oh, mein Genick, ey. Wenn wir einen Zombie sehen, ich möchte mal gerne was ausprobieren. Ja, ich lass mich gerne für dich verhauen. Ich will wissen, ob man tot beißen kann. Ach, das dachte ich mir schon. Wieso bist du schneller als ich? Also, ach so, ich habe. Was wir ganz wichtig besorgen müssen, Lars. Lars, Salpeter. Keine Hose. Eine Hose für mich. Wir brauchen keine Hose. Wir haben genug Hosen. Ich habe keine Hose. Auf der Polizeistation waren genug Hosen. Also ich werde mal ein paar Klamotten einkaufen. Militärkleidung auf jeden Fall. Ja, ich werde mal ein paar Klamotten einkaufen gehen jetzt. Oder hast du immer so Blähung gehabt, dass sie weggeätzt ist? Das kann natürlich auch sein. Wo waren die Polizeistationen? Ach da. Na, wir gehen erstmal. So, du kommst mit, Junge. So, wo müssen wir jetzt hin? Ich bin mal gespannt, wenn das Ding nachher läuft, die Solaranlage, ob man dafür auch hier ob man jetzt auch Kabel verlegen muss oder ist das hier dann so WLAN-Strom? Ich glaube schon, dass du Kabel verlegen musst. Da bin ich mir fast sicher, Ammo. Aber du kriegst dann einen Energiebonus. Das könnte natürlich auch sein, Ammo. Das sehen wir dann auf jeden Fall. Wenn Sie mich dann zum Präsidenten von dem Landstrich da gewählt habt, zahle ich dann Energiebonus. Das dachte ich mir schon. Ja, genau. Aber bei denen gibst du Baupläne. Oh. Zack, und wieder kaputt.
Aber ich habe ja 4 mit. Na, kannst du noch. Na, war das echt so weit? Ja, wir sind mit dem Auto gefahren, da war es einfacher, ne? Ja, jetzt Bollerwagen. Ah, war echt cool. Oh, cool, ein Auto. Scheiß auf Bollerwagen. Genau. Also hier oder was? Ja, hier können wir mal gucken. Aber hier waren wir ja schon. Aber hier können wir mal gucken, ob ich ein paar Klamotten finde hier eventuell. Vielleicht hat hier einer welche im Koffer gelassen. Glaube ich zwar nicht. Die Hoffnung stirbt zuletzt. No. Ach, hier waren wir doch schon drin. Ne, ne, hier war nichts. Hier lass es mal wieder abbauen. Wenn man die Autos alle so am Wegesrand mitnehmen könnte, dass man sie fahren könnte, weißt du? Ja. Guck hier. Hier kannst du einsteigen. Jo. Bitte, was ist jetzt? Gebüte. Hast du mit dem Speer, ach du Scheibe, kannst du den wieder aufsammeln, ne? Doch, ne? Ja. Sag ich doch, der Speer ist nämlich weg. Hat er dann geworfen, oder wie? Hier ist sogar eine Bushaltestelle. Ja. Ach du Scheibe. Ja, dann wartet auf den Bus und kidnappt ihn. Haben wir ja gemacht. Was ist mit der los? Ich weiß gar nicht, waren wir hier schon drin? Ne. Was haben die hier? Oh, hier ist Saatgut. Dann haben wir hier Nährstofflösung, Ammo. Brauchst du sowas? Nee, die Kiste ist bis zum Rand überfüllt. Die ist blau eben vorher. Also dann weiß ich schon, wo man das herkriegen kann. Erze? Habt ihr noch Erze? Im Moment nicht, nee. Ammo hat auch, glaube ich, erstmal alles vollgelegt hier. Also das kann man sich dann immer noch holen. Also ich brauche erstmal ein paar Klamotten hier. Ich würde jetzt... Lebensmittel, Mann. Oh, nice. Spitzhacke, Erze, Teile, also Axt, alles klar. Ja, und Nährstofflösung. Also ich sag mal, wenn wir hier wirklich mal anbauen, kein Ding. Das ist gut. Da machen wir riesige Plantage. Oh, sowas von. Das ganze Land voll mit unserer Plantage. Genau. Und wer baut's dann ab? Das ist die nächste Frage. Nein, Hanf mach ich. So, jetzt kommen wir hier in so ein Wohngebiet rein. Ich weiß nicht, ob ich da schon war. Da habe ich auch noch keinen Marker. Gesundheit! Was sind Marker? Das möchte ich auch mal wissen. Okay. So, kann man jetzt durchlaufen?
Nein, das geht nicht. Also hätten wir auch nicht mit dem Auto durchfahren können. Okay. Warte mal, ich muss mal kurz schnell vorhin. Ja, warte aber, ne, pass auf, hier sind, hier kommt gleich ein Zug. Ich untersuche mal den Zug. Oh, den kann man fahren, Ammo, den braucht bloß, der braucht 8 Reparatursets und Treibstoff. Ja, klar. Aber cool wäre es auf jeden Fall. So ein Zug? Ja. Ja, das also könnten sie cool machen, dass du nämlich relativ einfach reparieren kannst, relativ einfach instand setzt, dann musst halt Schienen legen und das wird dann aufwendig. Alter, ne? Falte. Ja, eben. Ja. Das wäre der Hammer. So normale Reparatursets haben die hier drin, im Zug liegt hier auch nicht was drin. Aber mit Kabel, Ammo, ich glaube schon, dass du sowas brauchst. So. Okay, dann werden wir uns überraschen. Ja! Hä? Jacken habe ich schon mal gefunden. Ja, ich weiß nicht, ich nehme erstmal ein paar Klamotten mit, Ammo, denn falls einer was verliert und wegen Verschleiß. Ja, wenn es dir ein bisschen geschickt ausstellst, kannst du da Jacken sogar als Hosen ausziehen. Das geht. Aber will ich das? Was sagt die Zeit? Noch nicht. Wir haben noch ein bisschen. Wir haben noch genau 4 Minutes, Ammo. Mindestens gut. Ich weiß, Ammo. Habe ich sowieso gedacht. Nein, das passt schon. Habe ich schon dran gedacht. So, ich nehme erstmal eine Hose mit, damit ich wenigstens überhaupt was zum Anziehen habe. Du hast eine Hose gefunden. Ja, das wird ja auch Zeit. Wird kalt. Ja. Ja, ist ja auch rüstungsmäßig, ne? Ein bisschen doof. Sag mal, wie repariert man die Klamotten? Die legt man rein und was macht man denn? Ich glaube, die muss man ins Inventar bei dir legen und dann musst du halt das Nähset anwenden. Oh Gott. Meine anderen Sachen gehen auch bald kaputt. Ich glaube, wir müssen mal zur Polizeistation wieder ein paar Klamotten holen. Ich werde gleich mal eine Jacke mitnehmen hier. Stöcke haben wir jetzt auch fast voll. Noch eine Jacke und eine Hose nehme ich noch mit hier, man weiß nie. Das ist gut mit den Stöcken. Ja, das ist auch gut. In dem Zug oder was? Ja, ich bin in dem Zug, der hier auf den Gleisen steht. Hier ist noch eine Jacke, die Schanka. Brauche ich noch an? 6? Da kriege ich noch eine Jacke mit, ja. Das. Ich nehme erstmal alles mit, das haue ich dann in den Wagen rein. Handschuhe. Schuhe gehen bestimmt auch kaputt, kann ich wetten. Ja. Eins zu zwei. Okay. 1:3. Gut. Er klettert sogar rüber über den anderen. Hier ist noch eine Jeanshose. Ist die jetzt besser? 12, 30, 25, 13. 18, 45. Ja, auf jeden Fall. Die nehme ich die. Sorry, ich musste gerade das eine. Hey. Was? Müssen wir demnächst mal gucken, weil ich musste gerade das eine Reparaturset benutzen. Ja, dafür ist es ja, das ist so. So, was ist mit den Handschuhen? 3,15. 2,15. Ach du Scheibe, das ist bald alles kaputt. Meine Militärjacke ist schon im Eimer. 25,5, die war so gut. Ey. Ist das fies. Der Helm. Oh, Ammo, ehrlich, wir müssen unbedingt neue Klamotten holen wieder. Also wir müssen uns eine Klamottenlagerkiste machen. Dann müssen wir zum Flughafen, ne? Ja. Oder zur Polizeistation in der Nähe. Ja, hier im Zug lagen auch noch welche, aber das sind Zivilklamotten. Bloß ich will ja die Militärklamotten haben, die sind natürlich besser. Ne? Und das brauchen wir dringend, das Zeug.
T-Shirts haben sie, das sind natürlich Reiseklamotten, Urlaubsklamotten, die hier drin sind, ne? Ah, noch eine Jeanshose. Ein Basecap. Nice. Nimm ich mit. Hab ich nicht. Ja, wenn diese Werkzeugkästen Reparatursets wären, das wäre mir natürlich wesentlich lieber, ne? Würde auch Sinn machen, eine Werkzeugkiste, ne? Ja, die kannst du halt nur verkaufen. Guck, gut. Was braucht man denn noch dafür? Ja, von mir aus kommen wir wieder zurück. Ich bin voll eigentlich so gut. Ja, ich auch. Hast du keinen Bollerwagen mit? Ja, klar. Also. Meinen habe ich da an der Straße stehen lassen. Mein schöner Helm ist kaputt gegangen. Oder geht langsam zur Neige. Ja, ich glaube, das müsste ich auch mal gucken. Oh, so. Oh. Jacke, 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 Hose, Hose. Nördlich von euch ist das andere Team. Ja, ja, ich weiß. Das der Harry kommt euch entgegen. 15, 10, 50. Ah, das Basecap sieht zwar schön aus, aber... Harry kommt uns entgegen. Da ist Blutwente. Ja, und über die Brücke nach Norden? Da hinten, da sind wir ja nicht. Da ist, die gehen woanders hin. Die drei. Er läuft nach Süden. Die laufen woanders hin. Wir laufen in die andere Richtung. So. Nichtsdestotrotz. Ah, ja. Haben wir, glaube ich, erstmal genug. Handschuhe habe ich hier reingeholt. Also von den Klamotten, Lars. Bist du noch hier? Ja. Gut. Wir sind bei 22 Minuten, liebe Freunde. Und ich muss mich aus gegebenen Anlass hier erstmal wieder verabschieden. Und verbleibe somit bis zum nächsten Mal. Eure Fallout Legends. Tschüss und winke, winke. Baba. Ja, okay.